die gelöscht oder was ist mit dem Computer zum Beispiel? Ich hoffe, dass das die gelöscht hat. Ja, aber bei mir, also würde ich Wert drauf legen, dass wenn ich hier mal gehe, dass ich meine Festplatte selber mit dem Hammer noch irgendwie... Nein, ich hab natürlich die Dateien, die ich habe, habe ich mir überspielt auf entsprechende DVDs gehe davon aus, dass die Mitarbeiter das dann mit einem ordentlichen Unerase-Programm gelöscht haben. Mhm. Jedenfalls, ich hatte ein gutes Verhältnis gerade zu denen, weil sie das Gefühl hatten, ich wäre einer der wenigen, die was davon verstehen. Mhm. Das hört sich jetzt alles so ziemlich trocken an irgendwie. Sind da keine Emotionen dabei oder sowas? Wir hören einfach jetzt nach sieben Jahren. Wenn sie das nach sieben Jahren gemacht haben und wenn sie jetzt sehen, zum Beispiel die Auseinandersetzung, wenn du siehst, geht doch. Ja, jetzt habe ich verloren, weil ich habe neulich mal eine Veranstaltung mit Gregor Gysi gemacht, da hatten wir uns vorher darauf verständigt, weil das im Osten ja anders ist, dass wir uns siezen. Mhm. Und da hat er es 2 Minuten durchgehalten und habe ich gesagt, er hat verloren, also jetzt habe ich verloren, weil ich sie gesagt habe. Aber es ist schon so, dass ich das gerne gemacht habe und dass aus dieser Situation dann rauszugehen ein Stück Wehmut auch gewesen ist, weil das ist ja mit Menschen verbunden. Das schönste Erlebnis, was wir hatten, war, die persönlichen Referenten meiner Staatssekretäre und von meinem Büro haben am Freitag davor auf den Pfefferberg, das ist im Prenzlauer Berg, so ein alternatives Zentrum, zur Disco eingeladen. Und da sind unheimlich viele Leute gekommen. Über 100 Leute sind aus dem Ministerium gekommen und haben dann bis 3, 4 Uhr morgens dort getanzt. Und da gibt es auch ein paar Interner jetzt, so ging es da ab? Na, wir kennen uns so lange, da brauchten wir irgendwie internen Austausch. Aber das fand ich eine schöne Geste. Ja. Da hatte ich nicht mit gerechnet, dass so viele kommen. Und jetzt ist wieder Alltag, jetzt in der Opposition. Wie funktioniert sowas, wie kann man sich das vorstellen? Erster Tag jetzt im neuen gewählten Bundestag. Wie läuft denn diese Platzverteilung? Also ist das eher so wie im Schulbus oder wie im Zug? Man stürmt irgendwie rein und wer zuerst da ist, setzt sich? Innerhalb seiner Fraktion. Bei den Grünen ist das im Kern nach wie vor so. Die mit besonderem Drang zu den Fleißkärtchen sind, die gehen dann möglichst weit nach vorne, damit sie da im Fernsehen sind. Da bin ich in einer privilegierten Situation. Nämlich? Ich brauche das nicht. Ich weiß es gar nicht. Dann setze ich mich oft nach hinten zu Joschka oder... Ach so, und hinten wird dann... Genau. Die Muppet Show. Gibt's was du vermisst jetzt irgendwie so im neuen Job? Es war jetzt erstmal eine Umstellungsphase, wo ich mich orientieren musste, wo ich in den Bundestag reinkam, da musste ich da umziehen, das ist alles unglaublich bürokratisch. Mhm. Und die haben Vorschriften für die Nutzung ihrer Computer, also... Das kenne ich irgendwo. Grauenvoll. Das ist so richtig Arbeitsbehinderung. Erstmal überwiegt so das Stück Erleichterung, dass man ein bisschen mehr Zeit hat. Ich bin tatsächlich in letzter Zeit mal ins Kino gekommen oder ins Theater gegangen und solche Dinge. Mhm. Und da muss ich mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Dienstwagen ist weg. Gab ja einen, oder? Ja, ich hatte einen Dienstwagen, musste ja auch ganz viel Geld für bezahlen. 310 PS habe ich irgendwo gelesen. Blödsinn, oder? Kann doch nicht sein, weil es ein Erdgasfahrzeug sein soll. Das hier halte ich nicht aus. Ich hatte 2 Wagen, einen in Bonn, einen da in Bonn, einen Erdgaswagen und in Berlin einen Audi, dann mit Rußpartikelfilter, wie sich das für einen Umweltminister gehört. Um die PS-Zahl habe ich mich nicht gekümmert. Mhm. Ich habe dann einen ganz einfachen Grundsatz gehabt, das sauberste Fahrzeug, was zu kriegen ist. Mhm. Und die Entscheidung über Ausstattung und was für Felgen da dran kommen, die trifft mein Fahrer. Weil wir hatten eine Arbeitsteilung, ich war für die Politik zuständig, er fürs Fahren. Und ich habe das dann nur mal so zufällig mitgekriegt, dass einer vom dem Begleitkommando vom Bundeskriminalamt auf mein Auto guckt und zu meinem Fahrer sagte, sag mal, ey, das sind ja geile Felgen, ey. Also wie gesagt, ich als Nicht-Führerscheininhaber konnte damit nichts anfangen. Kein Führerschein aus politischer Überzeugung oder wieso kein Führerschein? Das unterstellt man bei Grünen immer. Das war anders. Ich hatte sehr konservative Eltern, die gesagt haben, wenn du Führerschein haben willst, dann musst du den selber bezahlen. Das haben sie, weil ich der Älteste war, nur bei ihrem Ältesten durchgehalten. Mhm. Meine Geschwister haben dann das alles bezahlt bekommen. Und irgendwann haben sie auch reumütig gesagt, also jetzt müssen wir dir das auch bezahlen und haben mir das so überwiesen auf so ein Sparbuch. Das gibt es bis heute noch, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich irgendwie keine Zeit, keine Lust. Ich war gerade mit dem Studium fertig, fing an zu arbeiten, pendelte jeden Tag zwischen Göttingen und Hannover hin und her. Das ist natürlich Wahnsinn, das mit dem Auto zu machen. Ja.
und war da nicht drauf angewiesen. Und so ergab es sich dann, dass ich den irgendwie nicht gemacht habe und hat mir auch lange Zeit nicht gefehlt. Das heißt, es gibt noch irgendwo ein Sparbuch mit 400 Euro oder sowas, ja, was der Führerschein zu der Zeit gekostet hat. Das waren damals, glaube ich, 400 D-Mark. Genau. So billig gab es damals Führerscheine, aber das ist heute ja auch nicht mehr so. Aber ich könnte mal bei der Verzinsung nachgucken. Gibt es auch nichts mehr bei ein paar Büchern. Gibt's auch nichts mehr. Ich habe mal Trittin eingegeben, Jürgen Trittin bei Google. Schätzen, wie oft? Wie viele Ergebnisse? 476.000 Ergebnisse gab es da weltweit. Und davon sind 2.630 Bilder. Ja, das ist doch schön. Ja, und zwar Jürgen Trittin vor Ständen auf Messen mit Tieren und Kindern. Es gibt wirklich alles. In jeder Situation Jürgen Trittin. Jubiläen, Einweihungen von irgendwelchen Ökosupermärkten und so weiter. Mhm. Nervt diese Terminflut eigentlich? Also wenn man sich das anguckt, das ist ja, die meisten sind innerhalb der letzten 7 Jahre entstanden von diesen 2600 Bildern. Ja, das gehört eben dazu, dass man eine bestimmte Form von Präsenz hat. Und wenn zum Beispiel jemand an diesen einen Supermarkt erinnere ich mich deswegen sehr gerne, weil das war in Göttingen. Früher gab es ja so Ökoläden, die waren möglichst dunkel, möglichst klein. Mhm. Die Möhren, die drinnen gelegen haben, waren schon sehr schrumpelig. Mhm. Und also was. Und ein Bekannter von mir hat dann gesagt, da müssen wir raus aus dieser Ecke und wir machen so einen richtigen Supermarkt mit Einkaufswagen und allem drum und dran. Und deswegen habe ich den besonders gerne eröffnet, weil ich wollte, dass diese Dinge dann rauskommen aus dieser dunklen Ecke, dass man das für normal ist und dass man Öko mit was assoziiert, wo man sich nicht für schämen muss, sondern was man macht, weil es zum Beispiel besser schmeckt. Und wenn man eine frische Biomöhre hat, schmeckt auch ganz anders. Also man muss nicht warten, bis sie verschrumpelt und dann erklären, das sei Bio. Ich habe von den 2630 Bildern mal ein paar rausgesucht. Und ich frage mich, ob Jürgen Trittin noch weiß, was da passierte gerade, wo das passierte und wann das Ganze passierte. Aha. Hier sind wunderbare Bilder. Zum Beispiel dieses Bild. Unser erstes Bild. Was ist das da eigentlich? Unten ist ein Jürgen Trittin und oben drüber? Das ist, meine ich, bei einer Klimakonferenz. Oder bei der Konferenz für die erneuerbaren Energien, Renewables. Ja. Und das soll ein Symbol sein sozusagen. Ich glaube, der BUND hat diese Veranstaltung da gemacht. Wann war das? Das bin ich mir nicht sicher. Dieses Monster, das könnte 2001 gewesen sein. Da ist doch kein Oberlippenbart. Habe ich denn auf den, das hab ich, kann ich gar nicht sehen. Achso, ja, nee, der ist kein Oberlippenbart mehr da. Dann war es bei der Renewable 2004. In? Bonn. Richtig! Richtig! Süß! Das ist beim ZDF Sommerfest. In Berlin. In Berlin, ja. Im selben Jahr, richtig. Ja. Der hier. Die Prima Klima Aktion, das ist, glaube ich, in Brüssel aufgenommen. Nee. Ich weiß es nicht. Habe ich das Gebäude falsch eingeschätzt. Und links steht es ja auf Deutsch, ne? Es ist in Bonn. Ah ja. Es ist in Bonn 2005. Ach, das ist das schreckliche Hotel Maritim, genau. Das kann sein. Ja, ja. Bei der Tagung der Mitgliedstaaten der UN-Klimakonvention. Genau. Wo war das denn hier? Hoppla, nee, das ist zu weit. Der hier. Das war auch bei der Renewables ein Laster mit Pflanzenöl. Wir haben da einen Teil unserer Fuhrparkflotte mit betankt. Nach der Frisur von dem Menschen daneben würde ich sagen, das war in den neuen Bundesländern? Nee, ich glaube, der kam aus dem Lüchow-Dannenberg. Okay, ich löse auf. Es war in Wilster. Pflanzenöltechnik, genau, 2002. Wilster in Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein, ja. Aber die Karre war auch da unten, deswegen habe ich dann... Was war das? Oh Gott. Was man so alles macht, ne, als Minister. Das ist schon hart. Ah. Keine Erinnerung mehr? Doch, ich weiß, dass ich das mal gemacht habe. Aber ich helfe mal, es war in Eschwege, 2004, am Stand des Rudervereins Eschwege. Ah ja. Das war noch erledigt. Ach, ja, genau, da hatte ich aber vorher noch eine Fahrradtour hinter mir. Ach so, ja, gut. An die erinnere ich mich deswegen so gut, weil es so kalt war. Ach so, ich hab ein wunderbares... Nordhessen, wissen Sie, Hessisch-Sibirien. Kenne ich, ja. Ein wunderbares Bild, und zwar beachte man hier vor allem die Spannweite von Jürgen Trittin. Sie können kannst vier Frauen mit einem Arm umarmen. Ja. Das können nicht viele Männer. Aber, Das ist unfassbar. Da bewege ich auch nicht. Keine Ahnung, wo das war? Das ist Hamburg, aber... Ja. Das sind die Flaggenmatrosen in Hamburg beim ersten europäischen Flussbadetag. Ja. Und jetzt... Also, wo ich mich geweigert habe, ins Wasser zu springen. Da habe ich das gleiche Hemd an, das ist ein Skandal.
Aber jetzt das hier, genau. Wer ist das denn? Das ist eines der Flusspferde im Berliner Zoo. Namens? Das weiß ich nicht mehr, welches von denen das war. Ede. Das ist Ede? Das ist Ede. Und das war anlässlich der Aktion? Da bin ich mir nicht sicher. Weil da gab es nämlich einen Streit um die Benamung dieser. Die Flusspferde, die wollten ursprünglich Oskar und Gregor heißen. Oh. Und dann gab es aber Ärger, weil das dann ja politisch hätte gedeutet werden. Yeah. Dann sind die irgendwie umbenannt worden. Aber es ist Ede. Bei Nature is Calling. Ede. Ich habe jetzt noch ein schönes. Wer ist das denn? Das ist ein Schneeleopard, den wir aus Nepal, den ich eingeführt habe. Es war sehr interessant. Ich habe mich bei der nepalesischen Regierung dafür eingesetzt, dass die raus können. Die sind in Gefangenschaft groß geworden. Die kann man nicht auswildern, dann überleben die nicht. Und die nepalesische Regierung hat dann aber gesagt, das dürfe nur ausgeführt werden, wenn eine Einfuhrerlaubnis vorliegt. Und nach deutschem Recht durften diese Schneeleoparden aber nur eingeführt werden, wenn eine Ausfuhrerlaubnis vorliegt. Daraufhin habe ich zum bewährten Instrument der logischen Sekunde gegriffen. In dem Moment, wo die eine Einfuhrgenehmigung erteilen, erteilen wir auch eine Ausfuhr. Umgekehrt, wo die eine Ausfuhr, wir die Einfuhr. Also so. Und dann kam was ganz Witziges. Die nepalesische Regierung hat nicht dem Zoo Wuppertal die Einfuhrgenehmigung erteilt, sondern diese Einfuhrgenehmigung wurde erteilt auf meinen Namen. Also ich bin sozusagen Importeur dieses, das ist das Mädchen von den beiden, ja. Dieser beiden Schneeleoparden und habe die dann im Wuppertaler Zoo in Empfang genommen. Das sieht aber auch nur halb so gefährlich aus, weil war eine solide Scheibe zwischen. Ach so. Ja. Aber sie war sehr mutig. Ihr Bruder, der hat mich kaum oder überhaupt jemand gesehen, hat sich sofort in der Ecke versteckt und die war richtig so. Es war jetzt böse. Nicht böse. Nein, überhaupt also nicht böse. Die wollten einfach spielen, aber wenn die anderen mit ihm spielt, dann. Das kenne ich auf dem Spielplatz. Der will nur spielen. Das hier? Achso, ich muss mal darüber gucken, das ist, glaube ich, einfacher. Das ist in der Uckermark. Ja. Auf einem Hof, das ist eine konventionelle Kuh. Was heißt das denn? Ja, die ist keine Bio-Kuh. Mit Rußfilter, oder? Nee. Nein, es ist keine Bio-Kuh, aber wird sozusagen ganzjährig dort gehalten, war auf einem Hof, wo in der Nachbarschaft ein sogenanntes Biosphärenreservat ist, nämlich eins, wo eben nicht nur Naturschutz betrieben wird, sondern auch Landwirtschaft. Und dann bist du mal kurz bei denen vorbeigesprungen, um zu gucken, wie aussieht bei den konventionellen. Die haben mich da eingeladen, ja. Und ich habe den Hof da besichtigt. Die machen sowas wie regionale Vermarktung, also was für viele auch konventionelle Landwirte ja eine Chance ist, wenn die sagen, wir vermarkten bestimmte Produkte hier aus der Region regional und insofern wäre das eine gute Sache. Das ist nämlich die Milchkuh Selinde, die beste Milchkuh Brandenburgs. Ja. Und du warst dabei. Die wunderbarste Workshop. Ich habe aber nicht gemolkt. Die wunderbarste Workshop. Die lassen das auch nicht mehr zu. Die lassen nur noch Melkautomaten das machen. Die Kühe, die mögen das nicht mehr, wenn da die kalte Hand kommt und. Die wunderbarste Wortschöpfung der letzten Jahre, die kam aus dem Umweltministerium letztendlich. Ja, fand ich schon. Also meine persönliche wunderbarste Wortschöpfung. Sag die doch mal. Die kennt man sonst aus der Karibik oder auch aus Asien. Insellösungen. Das fand ich sehr schön im Zusammenhang mit dem Dosenpfand. Also man hat dann samstags Inselhopping gemacht und ist mit einer Dose zum Supermarkt und mit der anderen Flasche wieder dahin. Ich fand das sehr schön. Ich nicht. Wollte ich gerade fragen, wo gab es denn mehr Medienterror? Beim Dosenpfand oder beim Benzinpreisen? Nee, beim lange anhaltend war die Auseinandersetzung ums Dosenpfand. Ja. Wobei man immer bei dieser Insellösung dazu sagen muss, das hat mir die heutige Kanzlerin eingebrockt. Ich weiß, das ist ja noch eine ganz alte. Das war dann eine Regel, dass man gesagt hat, das reicht nicht aus, dass die Getränke-Mehrwegquote unterschritten wird, sondern man musste das für jede Getränkeart, und die hatten die ganz figelinsch, wie wir im Norden zu sagen pflegen, definiert. Ja. Also wurde unterschieden zwischen Wasser ohne und Wasser mit und dann eben auch nach Verpackungsform. Und das führte dann dazu, dass bis heute Aldi nicht die Flasche von Lidl zurücknehmen muss und umgekehrt. Mhm. Das ändert sich jetzt im Mai und dann brauchst du das Inselhopping nicht mehr machen. Überall, wo Plastikflaschen verkauft werden, müssen sie auch zurücknehmen. Ich mache das eh nicht, weil ich kaufe mein Wasser beim Kiosk. Und das ist ein sehr netter, ich glaube, er ist Türke oder sowas ursprünglich. Und dann hat er mir die wunderbare Frage gestellt, jetzt gesagt, ich möchte eine Flasche Wasser, 1 Liter. Und dann meinte er, kostet 1 Euro oder brauchst du Pfand?
So, nö, Wandern kostet 1,30. So, nö, ich brauch kein Wand, gib mal so. Ja, aber das ist ja auch das Entspannte jetzt. Ich muss da jetzt gar nicht mehr nachgehen, kann das gelassen sehen. Und übrigens die Kleinen, die meisten Leute kaufen Wasser, also Mineralwasser jedenfalls sowieso in Mehrwegflaschen. Und insofern ist das gar kein Problem. Nee, er importiert das ja aus Frankreich selber mit einem Sprinter. Ist natürlich alles jetzt nicht so besonders ökologisch, aber er bringt das selber. Und dann nimmt man die Flasche, die man ohne Pfand kauft, und bringt die bei dem Dengelmann in den Automaten, kriegt nochmal 20 Cent zurück. Ja. Macht das, so bist du reich geworden. So bin ich jetzt richtig reich geworden. Nein, aber mein Eindruck ist doch, persönlicher Eindruck. In Deutschland ist man immer erstmal gegen alles Neue und gegen jede Änderung. Oder ist es so? Und wenn ja, warum? Die Skandinavier haben das sehr viel praktischer gemacht. Die haben das Problem gehabt, das Zeug lag überall in der Gegend rum. Da haben sie ein Pfandsystem eingeführt, da hat der Handel, nach einem halben Jahr standen überall die Automaten. Man hat das ganz pragmatisch gemacht. Man kann auch auf die Auszahlung verzichten und gibt das irgendein Projekt in der dritten Welt oder so, dann kriegt man gleich einen Spendenbeleg. Also ganz pragmatisch haben die das gelöst. Es läuft da seit Jahren in Schweden, in Norwegen, in Dänemark, alles überhaupt kein Problem. In Deutschland war das nicht der Fall. Das hatte aber weniger was mit der Bevölkerung zu tun. Die Bevölkerung hat das ausweislich aller Umfragen, die wir über die Jahre immer wieder gemacht, immer sehr akzeptiert. Die großen Handelskonzerne, die wollten das nicht. Die waren die Bösen. Nein, die wollten das einfach nicht. Da gibt es auch nichts mit Böse zu tun. Wenn ich über lange Strecken transportiere, muss das über lange Strecken mit zurücknehmen. Das ist teurer. Ich muss mehr Leute bezahlen. Und ich kann sozusagen nicht so preisgünstig entsprechend anbieten, wie jemand, der das sozusagen regional vor Ort vertreibt. Mhm. Der ist dann wettbewerbsfähig. Und jetzt müssen Sie mal gucken, wie diese großen Unternehmen, Nestle, Unilever und sonst was, oder auch Metro, die wollen natürlich möglichst alles und die Kleinen sollten vom Markt verschwinden. Das war der Hintergrund dieser Auseinandersetzung. Mhm. Ja, und wir haben uns dann auf die Seite der Kleinen gestellt. Soll ich mal eine schöne Geschichte erzählen zu den Benzinpreisen, die ich letztes Jahr in Spanien erlebt habe? Letztes Jahr im Sommer ist der Benzinpreis in Spanien zum ersten Mal überhaupt über 1 Euro gestiegen. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt rappelt es hier richtig in der Kiste jetzt. Jetzt kostet Benzin über 1 Euro. Und, was ist passiert? Nichts. Nichts. Gar nichts. Also was hier wieder riesigen Terror gegeben hätte, war dort ganz cool. Also da ist doch schon ein bisschen irgendwie, warum trifft man Benzin hier so einen Nerv? Ich glaube, weil jahrelang die Idee gewesen ist, dass das Autofahren, das war ein Stück Symbol für Teilhabe an der Gesellschaft. Und man hat es geschafft, dass das in vielen Fällen heute ein bitteres Muss ist. Mhm. Ich kann also reihenweise Berufsschüler bei mir in meinem Wahlkreis da um Göttingen rum, die können ihre Berufsausbildung nicht machen, ohne dass sie ein Auto, Auto machen. Und die haben natürlich ein echtes Problem, auch mit hohen Benzinpreisen. Mhm. Aber das Image ist in der Tat so. Und sie lösen einen Sturm der Empörung aus, wenn sie sagen, in den 50er Jahren musste ich für sozusagen 1 Liter Benzin 3-mal so lange arbeiten wie heute, obwohl der Preis ja sozusagen, wenn man nur den Preis beguckt, enorm nach oben gegangen ist. Das ist, ich sage immer, jedes Volk hat seine kollektive Neurose. Die Amerikaner sozusagen das Recht, dass jeder irgendwie Waffen tragen kann, das kommt, dann kommt man auch mit rationalen Argumenten nicht ganz gegen an. Und so ein bisschen ist das bei uns im Verhältnis zum Auto und auch mit der Haltung zum Beispiel, dass man, obwohl fast überall Staus und so weiter sind, aber über sowas wie Geschwindigkeitsbegrenzung, das ist so ein richtiges No-Go-Thema. Das ist blanke Ideologie, weil auf 90% oder 95% der Straßen ist sowieso schon Geschwindigkeitsbegrenzung und auf den anderen ist Stau. Also ist ein ganz symbolischer Streit und trotzdem ist das psychologisch so aufgeladen, dass man sich so als Öko richtig unbeliebt machen kann und dann hat man in seinen Milieus viel Zustimmung und beim Rest der Republik kann man sich richtig unbeliebt machen und die haben dann ihre Zustimmung. Richtig unbeliebt und das führte dann dazu, dass Jürgen Trittin auf der Beliebtheitsskala der Politiker immer ganz unten stand. Macht Politik dann noch Spaß, wenn jedes Mal irgendwie Politbarometer ZDF und wieder ganz unten und böse? Nee, das ist nicht das Problem. Ich glaube, ein Umweltminister, der sich nur beliebt machen würde, der hätte seinen Job verfehlt. Weil es besteht in großen Teilen die Auseinandersetzung darin, sich mit durchaus mächtigen, aber in der Regel ja nicht demokratisch legitimierten Unternehmen anzulegen. Wenn wir zum Beispiel gesagt haben, wir wollen nicht, dass alte Autos einfach in Polen oder in der Ostsee landen, deswegen müssen die Autoindustrie die alten Autos so bauen, dass sie recycelt werden können und müssen zurückgenommen werden. Haben einen riesen Aufstand gemacht, im ersten Anlauf haben sie mich gestoppt, im zweiten Anlauf haben sie die Schlacht verloren. Nur,
in diesen ersten Auseinandersetzungen ist man natürlich erstmal ein Stück derjenige, auf den sich Aufregung und Ähnliches konzentriert. Und am Ende. Es wurden ja auch ganze Kampagnen gemacht. Ne? Also ja. Zeitungen haben da tagelang und der Böse und jetzt schon wieder. Und dann, ja, man muss unterscheiden, da musst du erstmal unterscheiden. Das ist mir generell gesagt. Es gibt natürlich Zeitungen und hat Zeitungen gegeben, die wirklich ad personam auch vor dem Instrument der eigenwilligen Gestaltung von Fotos, ich drücke mich jetzt sehr gewählt aus, also wo dann plötzlich aus einem Dachgepäckträger ein Bolzenschneider wurde und aus einem Seil ein Schlagstock versucht haben, mir also anzudichten. Ich hätte große Neigung, bei militanten Straßenschlachten mit Bolzenschneider und Schlagstock gegen die Polizei vorzugehen. Ja, wie dem auch alles sei, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Aber, ist nicht wahr. Ist klar. Nein, worauf ich hinaus will, macht es trotzdem noch Spaß? Also wenn man das morgens wieder sein Gesicht oben auf der Zeitung sieht und irgendwie daneben steht irgendwie der Böse oder der Blöde, und ich weiß nicht was, und dann ist man auch noch unbeliebt. Also wo nimmt man jetzt diese Kampagne hat keinen Spaß gemacht, das war unterirdisch. Unterm Strich, am Ende, wenn man sozusagen das Kabinett Schröder durchgegangen ist, kam dann immer raus, ja, der tritt den, der hat seine Aufgaben gemacht, und da war derjenige, der von seinen Inhalten am meisten durchgesetzt. Dann sage ich immer, ja, es ist die Kunst der Ausdauer. Ja. Als langjähriger Läufer weiß ich, was das heißt. Achso, es waren also auch wirklich harte Durststrecken dabei, ja, wo man sich weiter irgendwie motivieren muss und so weiter. Wenn Sie plötzlich das Gefühl haben, die eigene Partei trägt das nicht mehr mit und macht das erst später. Ein wunderbares Beispiel war immer diese Frage Atomausstieg. Ne? 32 Jahre haben die ersten geglaubt, in 32 Jahren. Es hieß aber 32 Jahre ab Beginn eines Atomkraftwerks. Das heißt, wir haben jetzt noch ungefähr 15 Jahre vor uns. Ja. Und jedes Jahr geht eins weg. Daheim, bei uns in der Partei, viel zu lange. Und ihr müsst das noch... 3 Jahre später sagt der gleiche Abgeordnete, der mir da vorgeworfen hat, viel zu lange und deswegen dagegen gestimmt, er kommt aus Baden-Württemberg, sagt, also Jürgen, wir müssen uns jetzt ja mal ganz schnell um Ersatzkapazität kümmern. Die gehen ja so schnell vom Netz, gerade bei mir vor der Haustür. Und dann merken sie sozusagen, sie müssen manche Auseinandersetzungen einfach abwarten. Muss man abwarten und sagen, okay, es kommt darauf an, was am Ende rauskommt. Apropos Atomkraftwerke, der Kanzler, der ehemalige, hat mal gesagt, Jürgen Trittin ist ein Sicherheitsrisiko. Das war, glaube ich, wegen dieser ganzen Laurenz-Meyer-Geschichte, dem du irgendwie Skinhead, wie war das, Skinhead-Mentalität, glaube ich, vorgeworfen hast. Ne? Das war mit diesem, wie dem auch sei, also, der Spruch, das war der auseinander, Spruch. Es gibt zwei Sachen. Das eine habe ich dem Meyer zu Recht kritisiert, der hat nämlich gesagt, das sei irgendwie klasse, wenn man sagt, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Das ist ein klassischer Neonazi-Spruch. Mhm. Niemand kann was dafür, mit welcher Nationalität er geboren worden ist. Man kann stolz darauf sein, was man im Leben geleistet hat. Man kann auch als Gesellschaft stolz darauf sein, was man als Gesellschaft erreicht hat. Mhm. Aber der Tatbestand, als solcher Deutscher zu sein, ist genauso grundstolz zu sein wie Spanier oder Este oder was auch immer. Das andere war, da habe ich die Meier Unrecht getan, war, dass ich aufgrund dieser Äußerung gesagt habe, er sehe nicht nur aus, weil er eben wenig Haare hat wie ein Skinhead, sondern er habe auch die Mentalität. Das war ungerecht, weil man spielt dann nicht auf die körperlichen Schwächen von so jemandem. Dafür habe ich mich auch entschuldigt. Da habe ich auch zu Recht einen auf den Deckel für gekriegt. Und wie sieht das dann aus, wenn Schröder sauer ist? Also wird man dann gerufen? Also in man dann so Fall, beim Direktor vom Zimmer sitzen? War, hat er das sehr gelassen gesehen. Das war nicht so problematisch. Ach so, aber gibt es solche Situationen, dass es heißt so, Freundchen, du musst jetzt mal zum Gerhard und dann sitzt man vorm Zimmer und dann heißt es... Der hat dann auch nachts oder so bei mir angerufen, so ist das ja nicht. Ja? Ja, ja, dann meldet sich mal Lagezentrum und der Bundeskanzler möchte sich sprechen. Lagezentrum ist das, dann weiß man schon... Oh. Ja, der Bundeskanzler telefoniert ja nicht selber. Es meldet sich erst das Lagezentrum. Genau. Weil die müssen ja erst mal rauskriegen, wo man ist. Okay, und wenn man aber schon hört, Lagezentrum, weiß man, als nächstes kommt Gerhard. Und dann gibt es einen Anschiss. Ja. Gibt es auch mal Lob? Oder, klar. Hast du gut gemacht, Kyoto, oh, super, klar, oder wie auch immer. Das war, dann, das war ja im gleichen Jahr, Meyer, und dann hatten wir die Kyoto-Geschichte zu Ende verhandelt. Und da kam dann das eben andersrum. Also es war nicht so, dass ich jedes Mal zusammengezuckt bin, wenn das Lagezentrum sich meldet. Ganz im Gegenteil. Ich habe hier ein paar wunderbare Auswahl eine wunderbare Auswahl an Politiker-Zitaten, wo wir gerade jetzt bei diesem Skinhead waren, wobei der nicht dazugehört, mit Sicherheit nicht. Aber ich frage mich, ob Jürgen Trittin diese richtig einordnen kann, von wem die waren. Es gibt auch ein paar Vorschläge, also ein Multiple-Choice-Spielchen. Der Mann hat sich nicht unter Kontrolle und deshalb darf er erst recht keine Kontrolle über unseren Staat bekommen. Hat das Helmut Schmidt
über Franz Josef Strauß gesagt? Hat das Helmut Kohl über Gerhard Schröder oder Kurt-Georg Kiesinger über Willy Brandt gesagt? Ich würde B sagen. B, Helmut Kohl über Gerhard Schröder? Echt? Warum? So vom Gefühl. Weil Franz Josef Strauß wäre zu einfach. Ja. Ja, unsere Spiele fangen immer erstmal einfach an. Wird hinten schwerer. Also, bleibt dabei, Helmut Kohl, ja, ja. Gerhard Schröder, ich löse auf. Das war Helmut Schmidt über Franz Josef Strauß. Ganz einfach am Anfang. Das entscheiden immer noch die Wahlmänner und Wahlmännerinnen. Hat das Guido Westerwelle zur Bundespräsidentschaftswahl gesagt? Hat das Claudia Roth zur Wahl des Bundesvorstands der Grünen gesagt? Oder Edmund Stoiber zur Präsidentschaftswahl in den USA? Da bin ich voll für C. Ja, die Wahlmänner und Wahlmännerinnen von Edmund Stoiber, ich löse auf. Ja, richtig. Ein ganz großer Fachmann, sowohl für Kernkraftwerke als auch für Blechdosen, die Bier enthalten. War das Günter Beckstein über Jürgen Trittin? War das Helmut Schmidt über Jürgen Trittin? Oder war das Laurenz Mayer über Jürgen Trittin? Also Helmut Schmidt, würde ich sagen. Ja? Warum? Das ist ein längerer Satz, der würde Herr Beckstein so nicht sagen. Und ja. Bei Laurenz Mayer weiß ich auch nicht. Aber das ist nicht. Ich löse auf! Richtig! Helmut Schmidt war es. Demnächst wird die Gleichstellungsrichtlinie erzwingen, dass der nächste Bundeskanzler eine Frau wird. Hat das Edmund Stoiber über Frauen in der Bundeswehr gesagt? Oder Michael Gloß über das Erziehungsjahr für den Mann? Oder Wolfgang Schäuble über die Frauenquote bei den Grünen? So von der Neigung hätte ich fast gesagt, die legendären Reden von Michael Gloss, der immer den Anwärmer machen musste in der Haushaltsdebatte, während alle noch schliefen, würde für B sprechen, aber ich glaube, es war C. Es war C? Ich löse auf. Es war Edmund. Wieder Edmund Stoiber über die Frauen in der Bundeswehr. Letzter. Warum sollte mir Gott jetzt helfen? Er hat mir doch die ganzen Jahre nicht geholfen. Hat das Klaus Wowereit vor seinem Wahlsieg in Berlin gesagt? Oder Jürgen Trittin in Bezug auf seine Vereidigung? Oder Gregor Gysi in Bezug auf eine rot-rote Koalition? Ich fürchte, ich war's selber. Ja, hoppla, ja, richtig. Ich fürchte das übrigens deswegen, weil wenn man das als Satz so für sich nimmt, sowas rauskommt, als würde ich Menschen, die an Gott glauben, irgendwie so. Ja, das ist aber daraus gemacht worden. Also ich weiß, ja. Dass es von etlichen Kanzeln dann so runtergepredigt worden. Ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, wie so häufig, dass die Frage, ob jemand an Gott glaubt, über die Frage, ob er sozusagen guter oder schlechter Mensch ist, wenig aussagt. Sehr wenig. 1954 in Bremen geboren, zwei jüngere Geschwister, ist richtig, ne? Eltern, kaufmännische Angestellte. Du hast schon gesagt, sehr konservativ. Zu Hause. Das heißt, zu Hause war kein so ein Öko-Haushalt oder kein Haushalt, der besonders auf Natur geachtet hat? Doch, Natur hat es deswegen gegeben, weil zum Beispiel mein Vater sehr frühzeitig mit mir von Bremen aus auf die andere Seite des Geestrückens, also wir haben ja kein Gebirge, wir haben nur Marsch und Geest, dort gegangen ist und mir einen Wald gezeigt hat. Das war der Hasbruch. Und dieser Wald ist seit den frühen 20er Jahren überhaupt nicht mehr bewirtschaftet worden. Und der Vater ist mit ihr in den Wald gegangen und hat gesagt, guck mal, das ist ein Wald, Junge. Das ist ein Wald. Und genau, bis dann glaubte ich, ein Wald wäre sowas wie der Harz. Ach so, der Harz ist aber nichts anderes, oder war, inzwischen ist das auch anders mit dem Nationalpark, aber war lange Zeit nichts anderes als eine Fichtenplantage auf einer Abraumhalde. Das heißt, ein Jahr, so auf einem Hektar, ein Jahrgang Fichten hingeknallt, fertig, und als das Waldsterben kam, flog das auch alles gleich flächendeckend raus. Und sowas wie einen Urwald kennenzulernen oder mit dem Fahrrad rumzufahren, das war etwas, was ich von Hause aus, von Kind auf immer mitgemacht habe. Wir waren viel mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs. Und insofern habe ich zu der Natur und Naturschutz schon früh von zu Hause was mitbekommen. Auch bei den Pfadfindern? Auch da warst bei den Pfadfindern, ja. So mit Bäume anfassen und so weiter und die Wetterseite feststellen und so weiter? Da muss man ja nicht für anfassen, da muss man nur drauf gucken. Achso, ja, wenn es dunkel ist, aber das hatten wir neulich schon. Wir waren ja Pfadfinder, wir hatten schon Taschenlampen. Ach so, echt? Glaubst es nicht. Nee, wir mussten nackig durch den Wald. Du wolltest eigentlich Schauspieler werden. Ja, das hatte ich mal überlegt, weil ich in der Schule in meinem Schultheater gespielt habe. Warum ist es nichts geworden? Ich habe dann überlegt, dann studier doch erstmal. Nämlich? Ich habe Sozialwissenschaften studiert in Göttingen. Ja. Und dachte, das wäre eine gute Qualifikation für den Beruf. Und dabei bist du Mitglied in einem Verein geworden, dem KBW, dem Kommunistischen Bund. Nein, nie.
Ja, nie im KBW. Das ist ganz schrecklicher Irrtum. Sondern? Da muss man in die Logik sozusagen der damaligen Zeit reingehen. Es gab den KBW mit Schwerpunkten in Bremen und Heidelberg. Ja. Die waren für Mao, für Pol Pot und gegen Russland. Mhm. Und es gab dann aber in Hamburg und in Göttingen den sogenannten KB ohne W dahinter, spöttisch KB Nord genannt. Der unterschied sich unter anderem darüber, dass sie zum Beispiel nicht für Pol Pot waren und sehr früh die erste Gruppe aus diesem, sagen wir mal, Bereich der radikalen Linken, die zum Beispiel sagten, es ist shit egal, wo ein Atomkraftwerk steht, ob das hier in China oder in der DDR steht, die Dinger sind alle Maschid und das muss weg. Ja. Und war ich drinne und dann kamen die Grünen auf und als ich denen beitrat, hat mir dieser Verein rausgeschmissen. Ach so. Ja. Ich hab, warst du in einer von diesen Verstrahlten auch, die dann in den Vorlesungen irgendwie so 10 Minuten... Die waren alle sehr nett. Also ich hab die auch noch von der Uni gekannt. Da gab's auch den MDLB und so. Die stehen dann mit ihren Ständen und ihren Büchern ganz nett. Und das sind auch nette Leute. Für lau Kaffee. Aber die kamen dann immer in die Vorlesungen rein und haben sich da so 10 Minuten, haben sich das angeguckt und dann standen sie irgendwann auf, haben sich gemeldet und dann ging's los. Ja, das hat es auch gegeben, aber... das hat sich dann gar nicht in so in Gruppengeschichten oder in Parteiformen abgespielt. Ist ja damals doch sehr heftig über verschiedene Sachen diskutiert worden in der Universität. Und insofern gehört es auch zum guten Stil bei uns im sozialwissenschaftlichen Fachbereich beispielsweise. Das ist auch von den Profs zum Teil richtig auch mitgestaltet worden, Sachen zu hinterfragen, Kritik an Wissenschaft selber zu leisten, dann wurden wir richtig drauf gedrillt, ein Stück weit. Nur wenn man dann, ich musste ja auch Jura studieren und Volkswirtschaft, und wenn man dann in einen anderen Fachbereich kam, konnte man damit anecken. Durchaus, ja. Es hat auch lustiger begeben. Wir haben zum Beispiel einen Verfassungsrechtler gehabt, wo ich Verfassungsrecht studiert habe. Der war dann bei so einem Unistreik so sportiv, der war übrigens auch früher Pfadfinder gewesen, dass er mit einem Tisch nach mir geworfen hat. Mit dem ganzen Tisch? Ja. Also es war schon durchaus, war nicht so, dass die also nur gewaltfrei waren, die Herren Professor. Mal Götz Alsmann getroffen während des Studiums? Nee, der war ja in Münster, oder? Sehe ich das falsch? Das kann sein. Der war jedenfalls Maoist irgendwie, hat er mir mal erzählt. Der war im maoistischen Bund Westdeutschlands oder ich weiß es nicht, sonst irgendwas. Aber wenn davon diese Frisur geblieben ist bei ihm. Aber es hätte doch sein können, weil du hast in einem Haus gelebt, in einem besetzten Haus mit... Sage und schreibe 1000 Bewohnern. Ja, habt ihr den Main Tower besetzt in Frankfurt oder? Nein. Wo passen denn 1000 Menschen in ein Haus? Wir haben erst besetzt die verlassene Augenklinik in Göttingen. Das waren ungefähr 300 Wohnplätze. Und daneben war die große, dann auch verlassene, wenn eine neue Universitätsklinik gebaut worden ist. Stand lange Zeit leer. Zu einem Zeitpunkt fehlten bestimmt 10.000 Wohnungen in der Stadt Göttingen. Das war die innere Medizin. Und im zweiten Zug haben wir dann auch diese innere Medizin besetzt. Und das waren so 700 Plätze. Und da waren wir ungefähr 1.000 Leute. Und das war schon eine aufregende und anstrengende Sache. Weil wir mussten ja alles selber regeln. Ja, das ist wie eine Kleinstadt fast schon. Ja. Das heißt, ihr habt auch eine interne Polizei dann gehabt und sowas? Oder? Ja, wir haben Verschiedenes gehabt. Zum Beispiel unten in der inneren Medizin gab es große therapeutische Badewannen. Da konnte man gemeinsam mit 15 Leuten drinnen sitzen, schön im Warmen und ein bisschen Wein dazu trinken. Und dann kam die Universitätsleitung aber irgendwann auf die Idee, uns Wasser und Strom abzustellen. Das war natürlich gemein. Da gibt es ja noch wahrscheinlich ganz andere Probleme, wenn 1000 Leute auf so einem engen Raum zusammenleben. Wie löst man sowas? Also gab es dann einen großen Rat oder sowas? Jeden Abend gab es das sogenannte Besetzerplenum und es gab irgendwelche gewählten Besetzerrat, die sich da um Sachen gekümmert haben. Und es ging ja auch immer auch um Konfliktschlichtung. Und parallel dazu, und das war eigentlich eine interessante Erfahrung, es ging ja nicht nur, dass man da etwas besetzt hat, sondern der Versuch war natürlich, diese Besetzung zu legalisieren, weil das Problem zu lösen, dass es keinen Wohnraum gab. Und das heißt, auf der einen Seite waren wir mit dieser Selbstorganisation beschäftigt, auf der anderen Seite in konkreten Verhandlungen mit der Universitätsleitung, welche Gebäude aus ihrem Besitz sie jetzt für diese wohnungslose Studierenden eben zur Verfügung stellt. Und das war schon eine ganz ambivalente Haltung. Auf der einen Seite ständig sozusagen unter dem Druck der kriminalisiert zu werden, Polizei das möglicherweise räumt und gleichzeitig sozusagen zu verhandeln, um für möglichst viele Leute dann legalen Wohnraum rauszukriegen, was uns
gelungen ist. Wir mussten zwar diese Gebäude räumen, aber wir haben in anderen Bereichen, nicht in der Größenordnung 1000, aber durchaus beachtlich Wohnraum frei bekommen, der vorher angeblich nicht zur Verfügung stand. Wobei, du bist mit 24 dann schon raus. Du hast mit 24 bist du zum bist Papa geworden schon, ne? Ja, ich habe dann, wir hatten eine Tochter und die musste in die Schule und das war mal schlecht, mit der Adresse dann anzugehen. Und wenn die von Gemeinschaftsbädern erzählt, kommt ja auch ein bisschen uncool in der Schule wahrscheinlich, oder? Ja, das wäre nicht so das Problem gewesen, aber schlicht und greifend, jede Schule hat ja einen Einzugsbereich und da muss man Wohnsitz nachweisen. Und, und wie, ist auch besser so dann. Du bist mittlerweile sogar schon Opa, ne? Mhm. Ist geheim? Ist es geheim? Ja, hat Gabi Bauer mich auch schon nachgefragt. Achso, ja, weil es kam nur ein bisschen. Wie ist das jetzt zu Hause? Du wohnst irgendwie und trennst deinen Müll ordentlich. Du bist irgendwie ein ganz bürgerlicher, braver Mensch geworden. Was man ja, wenn man so immer liest, Jürgen Trittin, der Rabauke, und der ist ja böse auch, wie gesagt. Wird man jetzt zum nicht-bürgerlichen Menschen, wenn man alles in einen Sack reinschmeißt? Offensichtlich. Weiß ich nicht. Nee. Ich finde es, ich koche ja gerne. Ja. Und ich habe so einen Mülleimer dort, dann mit drei Fächern. Und da kann ich immer, wenn ich das klein geschnitten habe, gleich das da reinschütten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe da nichts mehr. Norbert. Ah. Nogi. Hallo. Nogi. Marvin. Nogi. Guten Abend, Nogi. Marvin. Wir sprachen gerade über Mülltrennen. Machst du das zu Hause auch? Wie? Mülltrennen. Plastik dahin, Papier dahin und so ja, weiter. Ja. Machst du auch? Ja, ja. Nogib kommt jede Woche zu uns und berichtet uns Aktuelles aus Bangladesch. Ja. Bevor du den aktuellen Bericht abgibst, in Bangladesch habt ihr auch viele Minister, habe ich gesehen. Ja, ja. Ich war auf der bengalischen... Ungefähr 66. Ihr habt 66 Minister. 66, aber drei Kategorien Minister. Cabinetminister. Ja. Beerbar. Ja. Startminister. State-Minister und Deputy-Minister. Ah, okay. Und viele auch Berater, genau wie Kategorie-Minister. Und viele auch Minister ohne Ministerium. Das habe ich gesehen. Ja. Es gibt einen Minister, der hat kein Ressort. Mr. Abdul Martin Chaudhry. Ja, ehemaliger Innenminister. Und er ist keine Funktion, nur ein Name, Minister, und eine Fahne, Flagge, benutzen. Ja, und ruhig. Eigentlich ein Dienstwagen. Ja, und Frieden, weißt du? Wie und Frieden? Und ach so, und er ist ruhig, ja? Ruhig. Dienstwagen ist ruhig, ja? Ja, wenn keine Ministerium, dann gehen andere Partei gehen und dann Demo, ja? Ich verstehe. Ja. Außerdem haben wir noch einen für Textile und Jute. Ja, drei Minister. Ich weiß nicht, Jute und Textil ist ein Ministerium. Ist ein Ministerium, der ist nur für Stoffe zuständig. Ja. 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 Ich glaube, das ist ein anderes Minister. Textil, ein Ministerium, Jute, andere Ministerium. Ach so, das wurde getrennt. Ja, weil viel Minister. Ja, Jute statt Plastik. Ja, ja, das ist absolut gut. Jute ist Plastik. Ja, eben. Nein. Ja, so. Jute statt Plastik. Das ist das einzige Land. Ja. Das einzige Land, damals war ungefähr 75% Produktion Jute in Bangladesch. Ja. Und dann Indien, Nepal, Burma, aber jetzt ist fertig. Hm. Jetzt ist Plastik. Hm. Habt ihr denn auch einen Umweltminister? Gibt es das auch? Ja, ja. Ja. Umwelt- und Waldminister. Ihr kennt euch. Dem Umweltminister von Bangladesch bin ich mal auf einer Konferenz begegnet. Wie heißt er? Ja, wie heißt er? Das weiß ich nicht mehr. Wie heißt er? Nee, jetzt ist Tariqul Islam. Ah, jetzt ist Tariqul Islam. Früher war Shahjahan Shiraz, dann nachher... andere Minister, zwei, drei Minister. Jetzt ist Tariqul Islam aktuell. Tariqul Islam. Und was sind aktuelle bengalische Umweltprobleme? Wir haben diese Regierung als gut gemacht. Eine ist Plastik verboten gemacht. Plastiktüte. Ist verboten? Düne. Ja. Düne. Ja. Weil einfach hier so, ja. Und zweite ist die Dreiräder, die Fahrrad. Ja, die Rikscha. Rikscha-Taxi. Ja, genau. Das ist verboten und mit Gas. Mit Gas. Ah, die waren jetzt nur mit Gas. Und viele alte Bus und LKWs, alles zugemacht. Das war ein gemeinsamer Beschluss aller Umweltminister, glaube ich, ne? Oder war das diese Frage der dünnen Plastiktüten gibt es fast in allen Ländern und in Südafrika, in Bangladesch, in Indien, überall sind die verboten worden. Und Bangladesch ist, was Taxen angeht, weiter als Deutschland. Tatsächlich? Ja. Bangladesch ist weiter als Deutschland mit dem Verbot sozusagen und Umstellung der Taxen auf Erdgas. Ja. Wenn Sie hier, oder ihr hier in Frankfurt, habt immer noch massenhaft ältere Mercedes, die so richtig so schön dieses klassische Sound machen, ja. Die aber richtig
schlecht für die Stadtluft. Bei Umwelt ist es sehr gut. Ja. Weil 11 Millionen Einwohner in Dhaka, ja, und so viel Fahrzeug und schwarz dieser Schmuck. Ja, ja, ja. Das ist Katastrophe. Katastrophe. Aber ich war 2002, damals, der Anfang 2002, der Anfang ist okay. Aber Problem ist das Publikum. Das Publikum? Ja, die alles ist verboten gemacht in Straße. Ja. Keine Bus, gar nicht da. Weniger. Und mehr Publikum. Wo fahren? Rikscha auch verboten jetzt. Nicht alles. Ja. Wo Leute fahren. Ach, wie sollen sich Leute bewegen jetzt? Ja, muss eine Lösung machen. Ja. Eine Lösung machen. Hast du das Geräusch gehört? Das war das Ende unserer Zeit. Okay. Noki Donners. Dankeschön. Okay. Noki, bis zur nächsten Woche. Ja. Tschüss, danke noch. Und als Jogger passt das ja unser Late Lounge T-Shirt an meinen Gast heute Abend, an Jürgen Trittin. Danke. Ich danke. Das war's für heute. Danke an das Spitzenpublikum. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.